Hallo. Super. Die Menge ist begeistert. Sorry, ganz kurz. Genau. Mein Vortrag geht über Kreativität und SEO, wie Kreativität SEO überhaupt beeinflussen kann. Ganz kurz zu meiner Wenigkeit. Mein Name ist Fabian Aula, bin 35 Jahre alt, komme aus Düsseldorf, habe dort eine kleine Agentur für Suchmaschinenoptimierung und ja, sind 5 Leute, seit 2013 gegründet und ich neige dazu, sehr, sehr schnell zu reden. Ich hoffe, dass ich etwas langsamer reden werde heute. Bitte stoppt mich einfach irgendwie, wenn ich zu schnell rede. Genau, so viel dazu, so viel zu meiner Wenigkeit. Wie kann Kreativität SEO überhaupt beeinflussen? Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ende des Vortrags. Würde sagen, wir treffen uns gleich vorne an der Captain's Bar. Und ja, das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist natürlich nur ein Witz. Kreativität kann indirekt natürlich SEO beeinflussen, maßgeblich beeinflussen. Kurz die Agenda. Was ist Kreativität überhaupt? Wie erreiche ich Aufmerksamkeit im Web? Was für Beispiele gibt es, von denen man sich vielleicht ein bisschen was abkupfern kann? Was für Kreativtechniken gibt es? Und falls wir es schaffen, ein kleiner Bonuspart zum Thema Content-Distribution. Weil viele erstellen geilen Scheiß, der aber von niemand gesehen wird. Und das ist eher weniger gut. Okay, zunächst einmal, es gibt keinen bekannten Ranking-Faktor, der explizit irgendeine Art von Kreativität belohnt. Ganz im Gegenteil, wenn ich zu sehr aus der Reihe tanze, dann wird das Google eher nicht belohnen. Denn ich muss natürlich den User-Intent treffen, ich muss das liefern, was Google bzw. seinen Nutzer haben will. Wenn ich zu viel Larifari bin, zu viel Kreativität, bunte Blümchen etc., dann kann man es auch schnell übertreiben und dann erreicht man gar nichts damit. Aber, ein ganz, ganz großes Aber, Kreativität kann natürlich einen indirekten Einfluss auf die Rankings haben. Und was das genau ist, zeige ich in diesem Vortrag. Zunächst einmal ganz kurz, was ist Kreativität überhaupt? Das ist sehr, sehr wichtig. Definition laut Wikipedia ist, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, ich kann es nicht lesen, was neu und originell ist. Und sehr, sehr wichtig, was dabei noch nützlich ist und brauchbar ist. Das ist sehr, sehr wichtig, dieses nützlich und brauchbar ist. Das müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Kreativität erzeugt Aufmerksamkeit. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Gut in der heutigen Zeit. Wenn dein Content Inhalte auffallen, dann ist das so evolutionär bedingt bei uns im Gehirn. Es könnte Gefahr sein. Ja, also irgendwas, was aus der Reihe tanzt, unser Gehirn ist so getriggert, dann müssen wir darauf hinschauen, es könnte Gefahr sein, irgendein Säbelzahntiger, der uns fressen will, etc. Wir sind darauf getriggert, was auffällt, da muss ich hinschauen. Und das machen so bekannte Werbeagenturen, machen nichts anderes, als für ihre Kunden aufmerksamkeitsstarke Kampagnen zu fahren. Also zum Beispiel BBDO, eine der größten Werbeagenturen der Welt, haben für WWF die Ant Rally erstellt, beziehungsweise ein Video dazu gedreht. Wer kennt die Ant Rally? Niemand, okay, kein Problem. Die haben eine Horde Ameisen genommen, vor die Kamera gestellt und haben, man sieht das ja eigentlich ganz gut, haben auf so Blättern mittels, keine Ahnung, Lasertechnik einfach so Parolen draufgeschrieben auf die Blätter. In dem Video ging es darum, auf die Regenwaldzerstörung und damit auch die Zerstörung zahlreicher Arten darauf hinzuweisen. Und die haben die Ameisen dazu genommen, um halt, sage ich schon, eine Protestbewegung darzustellen. Deswegen die kleinste Demonstration der Welt hat BBDO auch verdammt viele Preise ja, gebracht und damit auch natürlich entsprechende Aufmerksamkeit generieren können. Sowas fällt auf, sowas ist einzigartiges, originell und ja, zeigt auch wichtige Dinge auf. Was verdammt nochmal hat das denn jetzt eigentlich mit SEO zu tun? Durch Aufmerksamkeit auf uns bzw. auf unsere Webseite. Ruhig reinkommen. Durch Aufmerksamkeit auf uns bzw. auf unsere Webseite können wir Folgendes erreichen: Erwähnungen, Online-PR, Backlinks, Reputationsaufbau, Bekanntheit steigern. Wir kennen das alle. EAT-Modell, das ist so wichtig geworden. War es schon immer wichtig und ist heute auch noch wichtig. In Klammern geschrieben natürlich auch die positiven User-Signale, die daraus entstehen. Ich werde häufige Klicks, wenn mich die Leute kennen, durch irgendwelche kreativen Aktionen, werde ich natürlich auch mehr geklickt in den SERPs und. Also es hat nur positive Vorteile. Wie erreichen wir denn die Aufmerksamkeit im Web? Also hier vorne ist noch ein Stuhl frei. Wenn einer. Okay. Sehr gut. Wie erreichen wir denn Aufmerksamkeit im Web? Klar, Content, Inhalte, etwas Originelles haben. Früher hat man Linkbait dazu gesagt, heute sagt man Content Marketing.
Wie man es benennt, ist eigentlich scheißegal. Für mich ist es eher ein Linkbait. Beim Content Marketing ist es meistens eher was Kontinuierliches. Nur wenn ich jetzt einmal eine SEO-Aktion starte, sagt jeder zu, es ist Content Marketing, aber in Wirklichkeit ist es Linkbait. Aber das Klugscheißerei ist eigentlich total egal. Ich habe euch direkt ein Beispiel mitgebracht, was SEO-technisch sehr, sehr viel gebracht hat. Und zwar You Were the Kardashians. Das ist ein Gehaltsrechner auf der Webseite missyempire.com. missyempire.com ist ein Online-Shop für Damenmode. Und die haben zusammen mit der englischen Agentur Digital Loft einen Gehaltsrechner erstellt. Auf diesem Gehaltsrechner kann man sein jährliches Gehalt mit dem von Kim Kardashian vergleichen. Das bedeutet, das ist ein sehr, sehr frustrierender Rechner. Die junge Dame verdient 52 Millionen US-Dollar im Jahr. Der Durchschnittsdeutsche verdient, glaube ich, 50.000 im Jahr. Und die Kim Kardashian verdient das so ein paar Stunden. Und jetzt zeige ich euch mal das, was das gebracht hat. Das Ergebnis, über 700 Backlinks hat dieser eine Gehaltsrechner generieren können. Also zahlreiche Zeitungen, Online-Publikationen haben daraufhin verlinkt, Mashable, MTV, Clamour, wie sie alle heißen. Und ich zeige euch mal, wieso das so gut funktioniert hat, beziehungsweise in den ersten 4 Wochen hat dieser Rechner über 200.000 Besucher alleine bekommen. Was, ja, glaube ich, zeigt ganz gut, dass der ganz gut funktioniert hat. Warum hat der Rechner denn jetzt so gut funktioniert? Er spricht zum einen natürlich eine große Masse an. Alle kennen Kim Kardashian. Es ist emotional, es ist mit dem Gehalt gekoppelt. Hey, wir sind alle hier, um Geld zu verdienen irgendwie. Es ist die perfekte News für Journalisten, für Reporter. Weil der Reporter, müsst ihr euch vorstellen, der Online-Redakteur, der muss jeden Tag Stories raushauen. Kommt natürlich darauf an, was das für eine Zeitung ist. Nehmen wir die Bild-Zeitung, da muss der Redakteur wahrscheinlich 50 News am Tag raushauen. Und wenn dann sowas Leichtes daherkommt, was ich wunderbar mit meiner Crowd, mit meiner Zeitung teilen kann, ja, das kommt einfach unfassbar gut an. Der Redakteur hat wenig Arbeit, kann kurzen Bericht überschreiben und weshalb der Rechner so gut funktioniert hat, ist, dieser Rechner muss verlinkt werden. Also es bringt eigentlich nichts dem Redakteur, darüber zu schreiben. Oh, da ist noch was. Es bringt nichts, nur darüber zu schreiben. Der Leser will ja auch diesen Rechner dann austesten. Deswegen muss der Rechner auch verlinkt werden. Und deswegen ist dieses Beispiel so gut. Das heißt jetzt nicht, dass, hey, ich setze mich mal ins stille Kämmerlein, habe jetzt eine crazy ID und das geht dann sofort durch die Decke. Solche One-Hit-Wonder sind verdammt schwer. Regelmäßigkeit, das ist eigentlich der Erfolg. Wenn ich regelmäßig solche Aktionen, solche Linkbaits starte, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit viel, viel höher. Wer das besonders gut macht, ist Pornhub. Ich frage jetzt nicht in der Runde, wer das kennt. Ich denke mal, die meisten haben schon mal was davon gehört. Was ich noch vergessen habe zu sagen, die Agentur Digital Loft, die haben zum Beispiel diesen Missy Empire Gehaltsrechner erstellt haben. Die haben ein Interview, hat der Geschäftsführer gesagt, dass nicht jeder Linkbait funktioniert. Die haben zum Beispiel ein Donald Trump Verprügelungs-Browser-Game erstellt. Das hat nicht funktioniert. Weil das kam Wochen nach diesem Donald Trump, wo man die Haare so wegpusten kann. Wie ist das? Egal, ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine, mit der Trompete. Und das war halt nichts Originelles mehr, das war nichts Neues mehr. Donald Trump zu verprügeln, da gab es schon 1000 Browser-Games. Ja? Deswegen, also nicht jede Idee führt zum Erfolg. Wie gesagt, Regelmäßigkeit, Pornhub, die machen es richtig. Was ist die besondere Hürde bei Pornhub? Niemand spricht gerne über dieses Thema. Seriöse Quellen verlinken in der Regel auch nicht dahin. Und trotzdem schafft es Pornhub regelmäßig in irgendwelchen Zeitungen erwähnt zu werden, Online-Medien und so weiter. Ich habe euch ein paar Beispiele von Pornhub mitgebracht. Keine Sorge. Ja, das ist so eine Übersichtsseite von Pornhub, die jetzt einige Backlinks im deutschsprachigen Raum zum Beispiel generiert hat. Das ist eine Charity-Seite von Pornhub. Ihr seht die URL hier auch. Da geht es einfach um das Bienenaussterben. Also sie wollen darauf aufmerksam machen, hey, Bienen, wenn die aussterben, dann haben wir ein verdammt großes Problem. Die spenden eine gemeinnützige Organisation, dass halt eben dieses Bienenaussterben endlich aufhört. Und was hat diese Aktion gebracht? Ich habe die 4 stärksten Links zu dieser URL rausgesucht. Das ist jetzt nur die deutsche Seite. Und hier sehen wir wunderbar, dass sowas wie Welt.de verlinkt auf eine Pornoseite. Bayreuther Tagblatt, wer kennt das nicht, verlinken auf eine Pornoseite. Das sind alles relativ seriöse Quellen, würde ich mal behaupten. Die verlinken tatsächlich auf so eine Seite. Das ist unfassbar, das ist wie ein Ritterschlag für Pornhub. Aber nicht nur das, die machen regelmäßige Aktionen. Also sowas wie die dreckigsten Strände der Welt, dass hier Probleme gibt, haben die ein Video dazu gedreht.
Wenn man bestimmte Suchbegriffe bei Pornhub eingibt, den ich hier nicht erläutern möchte, dann spenden die, bzw. pflanzen die Bäume und. Das sind alles Aktionen, die, da kann auch mal eine Aktion nach hinten losgehen, aber irgendwann kommen halt die Backlinks dann auch von allein in Anführungszeichen. Hier ist meine Übersichtsseite mit den ganzen Aktionen. Also ich starte quartalsmäßig immer wieder solche Aktionen und versuche damit halt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Okay, kommen wir zu den Kreativtechniken. Wie komme ich denn überhaupt auf kreative Ideen? Wie komme ich denn dazu, einen kreativen Linkbait zu erstellen? Da gibt es ganz, ganz verschiedene Ideen. Ich zeige euch nur einfach mal einfache Beispiele und wie man diese Kreativtechniken, ja, nicht nennen kann, aber ich umschreibe sie einfach mal ein bisschen. Ein einfaches Beispiel ist Paper Love von einem Theater aus Barcelona und dort zahlt man keinen Eintritt. Dort zahlt man pro Lacher. Bei den Zuschauern ist es so, dass vor den Zuschauern eine Webcam ist oder ich glaube so eine Art, doch, ist eine Webcam und die Webcam registriert, ob der Benutzer oder Benutzer, ob der Besucher lacht. Und pro Lacher musst du 30 Cent bezahlen. Und das ist ein Comedy-Theater. Und ja, die verdienen sich doll und dämlich, glaube ich. Ja. Also, das ist unsere Kreativtechnik, einfach neue Technologien mit bestehenden zu verbinden. Natürlich auf aktuelle politische Themen einzugehen, das macht Six, glaube ich, sehr, sehr gut. Was wäre Wenn-Technik? Das ist besonders gut für kreative Geschichten, kreative Ideen zu erzeugen. Also was wäre, wenn es zum Beispiel kein Wasser mehr gibt? Was wäre, wenn die Polarkappen morgen nicht mehr da sind, wir alle überschwemmt werden? Was wäre, wenn, wenn gerade die Champions-League-Finale ist, Fußball, und der Strom fällt aus und was passiert dann? Ja, also so kann man kreative Techniken erstellen, kreative Geschichten erzählen, die ein gewisses, ja, etwas Außergewöhnliches darstellen. Do the opposite, das ist meine persönliche Lieblings-Kreativtechnik, einfach mal das Gegenteil machen. Ihr alle kennt ja wahrscheinlich die ganzen On-Page-Tools, gefühlt jede zweite Agentur hat mittlerweile so einen On-Page-Crawler. Ich kann es mittlerweile auch nicht mehr sehen. Und wir hatten eigentlich die Idee gehabt, wir haben es halt nicht umgesetzt, ein Anti-Ranking-Tool zu entwickeln. Also die On-Page-Tools sagen ja, hey, dein Title-Tag ist zu lang, mach das mal richtig, mach den mal auf entsprechende Zeichen. Und wir hätten halt gesagt, hey, dein Title-Tag ist zu kurz, mach den deutlich länger. Hey, die Keyword-Dichte ist nur bei 1%, mach mal 10%. Das ist natürlich nur ein reiner Clickbait, das kann man natürlich nicht was Ernstes nehmen. Hier komme ich wieder zurück auf die Definition. Kreativität ist auch was Brauchbares. Und hier haben wir entschieden, hey, so ein Anti-Ranking-Guide oder Tool ist zwar witzig, Anführungszeichen witzig, aber es ist halt gar nicht brauchbar, es ist nicht nützlich. Das geht einmal so rein und hier wieder raus, wird wahrscheinlich nichts bringen, deswegen haben wir es gelassen. Aber nichtsdestotrotz, mit Do the Opposite kann man schon geile Sachen machen. Wer mehr zu solchen klassischen Kreativtechniken lernen will, auch diese Beispiele, kann ich dieses Buch empfehlen, Aufmerksamkeit von Philipp Barth. Ganz wichtig, Kreativität ist kein Hexenwerk, jeder kann kreativ sein. So, ich habe noch weitere Beispiele mitgebracht und zwar habe ich, ja, fucking SEO-Tipps. Das ist ein Beispiel, hier drückst du einen Button und hier kommt halt sehr oft das F-Wort vor, deswegen ist es recht amüsant. Laut Definition ist es aber eigentlich auch nicht gut, weil es nichts Nützliches. Es geht hier rein und da wieder raus. Man lacht zwar kurz, aber die Seite hat zum Beispiel auch relativ wenig Backlinks generieren können, weil es hat keinen Mehrwert, es ist nicht nützlich. Trotzdem witzig. Ja. Was man gerne machen kann, ist zum Beispiel aktuelle Serien, aktuelle Filme, aktuelle Geschehnisse mit langweiligen Blogposts in Anführungszeichen zu kombinieren. Also hier hat die Agentur digitalready.co einfach einen schnöden 5 Tipps, SEO-Optimierung, SEO-Tipps-Artikel kombiniert mit Game of Thrones. Und dann solche Tipps rausgehauen wie to be on the, ich lasse es einfach mit dem Englisch, ihr könnt das glaube ich besser lesen, einfach mit Game of Thrones kombiniert und ja, das hat dann natürlich auch entsprechend Wirkung entfalten. Was natürlich mega gut ist immer, wenn man die Daten hat, wie zum Beispiel Ahrefs, die haben ja so ein paar Datenbänke und ja, die haben auf jeden Fall die Möglichkeit, geile Cases rauszuballern und es ist auch schon häufiger meine Diskussion mit, sage ich mal, Anfängern, ob sie denn jetzt Wix nehmen sollen oder ob sie WordPress nehmen sollen. Wir alle wissen, dass Wix für SEO richtig kacke ist. Also mal Hand aufs Herz, sorry, aber Wix ist jetzt für SEO geht gar nicht. Und, hallo Gerald. Ja. Und, ja, Ahrefs hat jetzt den Beweis geliefert. Die haben die Wix-Seiten verglichen mit den WordPress-Seiten und haben herausgefunden, hey, die WordPress-Seiten performen in den Suchmaschinen deutlich besser als die Wix-Seiten. Wer hätte es gedacht? Aber trotzdem, jetzt haben wir die Daten, richtig genial.
Auch gut, Backlinko, denke ich, man kennt auch jeder, relativ aktuelle Studie vom 4. Februar 2020, der hat einfach die ganzen Keyword-Tools genommen und dann verglichen. Also sprich Sistrix, wie viele Keyword-Ideen ballern die raus? KW-Finder, wie viele Keyword-Ideen ballert der raus? Und. Haben das kombiniert, wie viel Suchvolumen zeigen die an, zu dem den Keyword. Also er hat ganz, ganz viele Daten genommen von ganz, ganz verschiedenen Tools und die miteinander verglichen. Das ist ein hoher, hoher Mehrwert, ist eine kreative Idee, sowas gab es noch nicht und ist natürlich ein riesen Mehrwert, definitiv. Ja, meine Wenigkeit hat es auch mal versucht mit der Kreativität. Ja. Es gab 2017 einen Wettbewerb von SEO Kreativ, vom lieben Julian. Und zwar ging es darum, man musste die Frage beantworten, so funktioniert die Suche im Jahr 2025, wie stellt man sich das vor? Und da gab es halt keine Grenzen gesetzt, man konnte eine Webseite erstellen, man konnte eine Infografik machen, es war alles möglich und die kreativste Idee hätte dann eine SMX-Karte, eine Karte für die SMX gewonnen. Und ja, ich habe mir einen Groschenroman überlegt, ich habe auf Fiverr für $50 so ein ganz schmieriges Coverbild geschrieben und zuerst hatte ich gedacht gehabt, ja, wie könnte denn die Suche sein, Google wird immer mächtiger, bla bla, das ist alles langweilig. Ich habe geschrieben, dass Google die Weltherrschaft übernimmt, wir sind alle VR-Junkies und zum Schluss sterben alle. Das war ein Groschenroman, kam relativ gut an, ich habe mir den ersten Platz mit den Benjamin Michels teilen dürfen und, Benjamin Mululus, ich lasse den Nachnamen einfach. Er hat ein richtig geiles Video gemacht, eigentlich hat er den ersten Platz verdient, weil er hat eine noch dunklere Zukunftsperspektive aufgezeigt. Es ist natürlich sehr viel Sci-Fi, hat ein Video daraus gemacht, wie Google und Amazon zusammen fusionieren und dann die Welt komplett unterjochen. Auch ein richtig cooles Video, wird auf der SMX Zone auch gezeigt. Der hat auf jeden Fall auch den ersten Platz definitiv verdient. Und hier sieht man meine Wenigkeit. Okay, gut. So, ganz, ganz, ganz wichtig. Vergisst verdammt nochmal nicht die Distribution, also die Content-Verbreitung. Die ganzen Ideen sind zwar schön und gut, aber wenn das niemand sieht, dann ist es einfach sehr, sehr schade. Und hier möchte ich das PESO-Modell kurz vorstellen. Jetzt bin ich ein bisschen in der Bredouille, jetzt bin ich schneller gewesen als gedacht, aber das ist nicht schlimm. Keine Sorge, ich habe noch mehrere Slides, Bonus-Slides. Das PESO-Modell... ich muss nochmal anders anfangen. Das PESO-Modell stelle ich gleich vor. Warum ist die Distribution so wichtig? Wir finden uns aktuell in echten Content-Shock. Wir werden zugeballert mit Informationen. Wenn man alleine schaut bei Google, das ist die US-Suche jetzt, how many podcasts worldwide, allein 800.000 aktive Podcasts, 54 Millionen Podcast-Episoden. Wenn man schaut, wie viele Blogs gibt es denn überhaupt, über 440 Millionen Blogs gibt es weltweit laut der Quelle. Wenn man schaut auf der Webseite worldometers.info, werden tagtäglich auf der Blogger-Plattform wordpress.com um die 2,5 Millionen Blogposts jeden Tag veröffentlicht. Da ist natürlich eine Menge Schrott dabei, aber es soll einfach nur zeigen, dass es eine wahre Content-Flut herrscht und die wahrscheinlich schon weiter ausgebaut wird. Ich denke, diese Infografik kennt auch so gut wie jeder, was passiert in 60 Sekunden 2019. Ja, eine ganze Menge. Also es soll einfach nur verdeutlichen, dass hier einfach eine, ja, Content-Überflutung stattfindet. Und Publish and Pray ist daher einfach keine Lösung. Also veröffentlichen und dann zu hoffen, hey, bitte, bitte, bitte Traffic kommt, wird nicht passieren. Ja, genau. Und da kommt natürlich die Content-Distribution zu Trage. Ganz kurz die Definition. Die Content-Distribution ist nichts Eigenständiges, bedient sich ganz, ganz verschiedenen Kanälen. Und hier kommt das PESO-Modell, was ich gerade eben gezeigt hatte, schon zum Tragen. Im PESO-Modell finden wir alle Online-Marketing-Disziplinen, die wir für die Content-Verbreitung einsetzen können. Da haben wir zum Beispiel den Paid-Kanal, das ist natürlich ganz klassisch, Google Ads, Facebook Ads, Sponsored Posts. Für die Reichweite, für die ich bezahlen muss, die ist hier in dem Paid-Kanal ja, zu finden. Der Earned-Bereich ist, wo ich meine Reichweite verdient habe. Also zum Beispiel das Beispiel mit Missy Empire, mit dem Kim Kardashian-Rechner. Die haben ein paar Redakteure kontaktiert, natürlich mussten die was machen, da mussten die einen Stein ins Rollen bringen, aber die haben über diesen Effekt, sobald die ersten größeren Zeitungen darüber schreiben, ist das wie ein Selbstläufer und dann verlinken alle dahin und berichten darüber. Das muss natürlich dann richtig, richtig geil sein. Wenn man ein Beispiel sieht, hat das sehr gut funktioniert. Also Reichweite, die ich mir verdient habe, ohne jemanden zu bestechen, zu bezahlen. Shared Media ist ähnlich, wenn User auf den ganzen Kanälen, Xing, Facebook, YouTube, mein Content freiwillig teilen, das sind natürlich auch die Foren, die klassischen Foren damit gemeint. Der Owned-Kanal ist ganz klassisch,
die alle unternehmenseigenen Webseiten, Kanäle, das können die, das kann der Blog sein, das kann ein Newsletter sein, das können natürlich auch die eigenen Social Media Kanäle sein und. Also hier ist eine Menge, ja, das macht eigentlich jeder. Ist immer natürlich ein bisschen blöd, wenn der eigene Facebook-Kanal dann 2 Fans hat, und dann bringt dir das natürlich auch nichts. Was am meisten bringt bei der Verbreitung von Content, ist die Coverage-Media-Strategie, und zwar die Verbreitung auf möglichst vielen Kanälen laufen zu lassen. Also natürlich niemals sich abhängig machen zu lassen, auch niemals komplett von Google abhängig zu sein. Wurde, glaube ich, in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft gesagt. Aber Google Penguin, Google Panda Updates haben schon vor langer, langer Zeit uns gezeigt, dass man sich niemals abhängig machen lassen sollte. Und das PESO-Modell ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Modell, wo man einfach sieht, hey, was Möglichkeiten habe ich, und hier einfach möglichst viele Kanäle laufen zu lassen, sei es Ads, sei es Earned Media und so weiter. Und ja, was sie oft gefragt werden, ist, wie viel Zeit in die Verbreitung und wie viel Zeit sollte man in die Erstellung investieren? Hier ist das Pareto-Prinzip, kommt hier zum Tragen. Klassisch hatte ich damals das Pareto-Prinzip immer mit 80-20 verbunden, aber das stimmt nicht. Das Pareto-Prinzip ist immer zum gleichen Teil. Also es kann auch 50-50 sein, weil bei Content, wo nur 20% in die Erstellung reingeflossen ist und 80% in die Verbreitung, merkt man das sehr, sehr schnell, dass der Content sehr, sehr bescheiden ist. Und das ist nicht so gut, wenn der Content bescheiden ist. Anders gesagt, wenn der Content gut ist, muss ich auch nicht so viel Zeit in die Verbreitung reinsetzen. Also hier kann zum Beispiel 50-50 ein guter Weg sein. Das muss man allerdings für sich selbst herausfinden. Was ist die Zielgruppe? Was will ich erreichen? Wie originell ist die Idee? Und da muss man einfach sehen. Was man allerdings nicht machen sollte, was wir sehr, sehr oft sehen, ist 99.1. 99% wird in die Erstellung gesteckt. Und 1% wird in die Verbreitung gesteckt. Ja, wie gesagt, ein Facebook-Like, und das bringt halt einfach nichts. Ja, ganz kurz Werbung, wir haben ein Buch dazu geschrieben, und ja, jetzt bin ich schneller fertig als gedacht. Ja.